eines meiner Lieblings-Morgenrezepte und super gegen Food Waste. Ich zeige euch heute, wie man Baked French Toast macht. Klassischer French Toast wird ja mit Toastbrot gemacht. Ich habe aber alten Zopf da, den ich noch verwerten will. Und darum schneiden wir den jetzt in Würfel. Für den Guss nehme ich Eier und Milch. Die tun jetzt in einer Schüssel zusammen verrühren. Ich bin übrigens die katastrophalste Eieraufschlagerin ever. Also, extra Tipp von der Pamela, wenn eine Eierschale reingeht, mit einer anderen Eierschale rausfischen. Was man nicht alles noch lernt nach 2 Jahren Foodbloggen. Dazu kommen 2 Deziliter Milch und wie ihr glaub schon gemerkt habt an meinem Rezept, brauche ich zum Kochen am liebsten Vollmilch. Vor allem auch für das French Toast Rezept macht das Ganze noch ein bisschen cremiger. Dazu kommt 1 Teelöffel Zucker, eine grosse Prise Salz und natürlich eine gute Prise Zimt. Und jetzt tue ich den Guss mit einem Schwingbesser zusammenrühren, bis sich alle Zutaten gut vermengt haben. Next Step: Wir tun die Brotwürfel, die wir vorgeschnitten haben, in den Guss rein und zusammen verrühren. Die Brotwürfel sollen sich gut mit dem Guss vollsaugen, damit sie nachher schön weich sind. Und ich tue es einfach alles umrühren, bis es gleichmäßig verteilt ist. Ich habe hier eine geratte Form, was aber auch funktioniert, ist eine ganz normale Brownies-Form oder irgendeine backfeste Form. Die tue ich jetzt mit Bratcreme noch ein bisschen bepinseln, damit meine French Toast auch nicht kleben bleiben. Und jetzt tue ich die Brotwürfel zurück in die geratte Form. Zum Schluss streue ich noch einen Teelöffel Zucker drüber, damit es nachher eine schöne Kruste gibt. Im vorgeheizten Ofen wird mein French Toast im oberen Drittel für 15 Minuten backen. Als Topping für mein French Toast tue ich Äpfel karamellisieren und Speck anbröteln. Glauben mir, das ist die beste Kombi, die es überhaupt gibt. Mit Bratcreme und Honig tue ich meine Äpfel anbröteln. Jetzt lasse ich das ein bisschen warm werden und dann gebe ich meine Äpfel rein. Ein Äpfel in Butter und Honig karamellisieren, gebe ich noch eine Prise Vanille dazu. Sobald die Äpfel weich sind, tue ich sie auf die Seite. Den Herd lasse ich aber an und in der gleichen Pfanne wird jetzt Speck anbrötelt. French Toast ist schön goldbraun geworden und als Topping tun wir jetzt die karamellisierten Äpfel oben drauf. Mit Ahornsirup dekoriert und mit Speck serviert ist mein French Toast ready. Ich wünsche euch allen einen guten beim Nachbacken.